Wie kommst du? World of Warcraft. Ja, diesmal wollte ich jetzt hinfliegen, gucken, ob jemand schon hier zugange ist. Und ich sehe gerade, dass der Jäger unseren Questmob gerade macht. Also habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal eben mit hin. Und den musst du ja so machen. Kannst auch mit drauf drücken, weil der das Bett von ihm, ich denke, das ist ein Tierherrschaftsjäger. Midgards Wölfe. Midgard ist, könnte eine Anspielung an Fahne Rinde sein. Was ich übrigens auch noch aufnehmen muss. Ja, das werde ich aber heute nicht machen, das werde ich morgen in Angriff nehmen. Da ich jetzt momentan sehr viel von Dragonfly vorproduziere. Ich habe jetzt ein paar Weltquests gemacht gerade noch, so ein, zwei. Denn ich habe jetzt mit meinem Main, also was heißt Main, also momentan spiele ich alles durcheinander. Ich habe zurzeit keinen richtigen Main-Char. Alles ein wenig durcheinander und habe jetzt da auch natürlich ein paar Sachen freigeschaltet. Wie zum Beispiel, vergrabene Schätze? Ne, das war das nicht. Wir haben bei denen zum Beispiel, bei der Drachenexpedition kann ich auch hochklettern an irgendwelchen Wänden. Belang der Drachenflugfestung. Ich glaube, das habe ich mit irgendeinem Charakter freigeschaltet. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach stimmt, wir brauchen Stufe 70, um das machen zu können. Ja genau, da war ja auch noch was. Also mit dem habe ich es jetzt nicht. Also wenn wir da Level 70 sind, können wir dann auch diese Daily abschließen. So, was für eine Schau. Ja. Ein bisschen spüren, wie die Funken sprühen. Der Dracheninseln, ja. Das ist wahrscheinlich der Drache, der da gerade gespawnt ist. Nee, das sind andere Gegner. Da war jemand anders wieder schneller. Das ist halt sehr schwierig, hier diese Quest einfach fertig zu bekommen, weil irgendwie jeder gerade diese Quest machen will. Das ist echt schwierig, aber der Jäger steht da gerade und wird dann den nächsten Gegner rufen. Das heißt, wir könnten dann direkt den nächsten in Angriff nehmen. Einen Kampf haben wir nur noch? Nein, wir haben noch ein paar mehr, glaube ich. Müssten, glaube ich, noch zwei Stück sein. Den Drachen haben wir noch nicht. Und, den Endboss haben wir noch nicht. Also zwei Kämpfe auf jeden Fall kommen noch. Die müssten definitiv kommen. Die Zwillingsträumer. Ja, auch sehr nett. Was war schon mal ein Tod und Verfall rein. Also das Schöne ist ja, man kann die ja hier töten. Dude, dann ernst. Und die anderen können einfach draufkloppen. Das ist halt das, was mir sehr gut gefällt. Ist halt nicht so wie in anderen Sachen oder in älteren Addons, wo du halt ein Ziel angetappt hast und da war jemand schneller als du, weil er vielleicht Mondfeuer einen Schuss draufgehauen hat. Und du kannst dir halt diese Ziele dann nicht machen. Weil halt die Grausen die im Endeffekt nicht bringen, außer natürlich den Leuten dann zu helfen. Wie natürlich zum Beispiel das mit dem Paladin, was wir da haben. Das zum Beispiel. Da hatten wir ja auch das Problem, dass wir da, ja, dass die Grauen waren jetzt die Gegner und die eigentlich hätten helfen können, aber es für uns in dem Moment keinen Sinn gemacht hat. Einfach aus dem Grunde, weil es, ja, weil wir die Quest fast fertig hatten. Deswegen hat das für uns keinen Sinn gemacht, das da großartig weiterzumachen. Also ich prügel mich gerade mit einer Wespe um die Agro. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass im Real Life die Wespe hundertprozentig meine Agro hätte, weil ich hasse Wespen, das ist ziemlich nervig. Jetzt kommt der nächste natürlich, jetzt geht der Wächter-Druide rein und versucht natürlich das auch zu machen. Ja, was? Der Kampf ist vorbei, ich muss aus irgendeinem Grund mittendrin eingeschlafen sein. Boah, ich schätze mal, ihr habt gewonnen, wenn ihr vor mir steht. Ja, du? Wir haben gewonnen! Ruhmstufe 7, sehr schön. Elementar der Rache haben wir jetzt. Und das ist sogar gerade der Gegner, den wir gerade da unten haben. Sehr schön, dann können wir den nämlich direkt mitmachen. Lava Odem. Auch wieder die Wespe hat die Agro. Ja, auch Drachen mögen keine Wespen. Das ist eine Lehre, die wir hier gerade rausziehen. Ja, auch Drachen mögen keine Wespen. Da werden sie recht Agro. Sind aber gerade sehr viele, die hier mit drauf schießen, ne? Ach, da oben steht auch noch jemand. Ja, ich komme gar nicht dazu, dann mal eine Questtexte zu lesen, weil ich denke mal, dass es viele Dings wahrscheinlich sind, die das hier gerade noch machen. Es müsste, glaube ich, ein oder zwei noch übrig sein. Haben wir den Baum schon gehabt? Ich glaube, den Baum haben wir schon gehabt, ne? Noch ein Kampf verbleibt für unsere Herausforderer. Ah, okay. Was ihr wollt. Weitergekommen, als ich je erwartet hätte, ja. Es ist also soweit. Ihr neue Crew, da habt das große losgezogen. Kampf gegen den Champion Jagdmeisterin. Ah, die Jagdmeisterin selbst. Klopft euch nicht auf die Schulter. Die ist unbarmherzig. Es war schön, euch gekannt zu haben. Wenn sie euch erledigt hat, kann ich eure Sachen haben. Du gieriger Goblin, Alter. Du verdammter gieriger Goblin, der will erstmal direkt unseren Loot haben. Alter, wir haben Azeroth gerettet. Wir haben so viele Raid-Bosse getötet. Meinst du, die wird uns davon abhalten?
5 Sekunden später auf den örtlichen Friedhof. Ja, so schnell kann das nämlich gehen. Dann haben wir die Quest nämlich auch endlich fertig. Und ich habe das Ganze solo gemacht mit meinem Wächter-Druiden. Da habe ich keinen bei gehabt, der mir geholfen hat, weil ich das relativ spät gemacht habe. Da hat mir nämlich keiner geholfen. Eigentlich kann auch so ein Wächter-Druide solche Schläge wegstecken, wenn er das, wenn er den Talentbaum gespielt hat, den ich drin habe. Genug. Ich kenne eure Überlegenheit an. Sehr schön. Das ist aber gut von dir, dass du das tust. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Ihr seid ein Kämpfer zwischen ziemlich beeindruckend und furchterregend. Ja, das stimmt. Oh, wow. Wir bekommen direkt eine 226er Waffe. Was? Na, warte nochmal zurück. Nein, jetzt habe ich die. Scheiße, jetzt habe ich die Quest abgegeben. Feld der Elemente. Versteck aus dem Norden getötet. Ach, guck mal, jetzt bekommen wir auch direkt die Weltquest freigeschaltet. Das ist aber der falsche, den brauche ich nicht. Ich würde sagen, ich setze hier mal einen Cut. Und ich habe übrigens noch neue Schuhe bekommen. Und auch ein Schmuckstück habe ich mir geholt vorhin. Und werde hier mal eben meine Waffe verzaubern. Also sehen wir uns gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Die, Medaillon der Ahnen habe ich gerade freigeschaltet. Ist das, was ist das denn für eine Quest? Medaillon der Ahnen? Ist das eine... Habe ich die gestern irgendwie verpennt oder so? Wöchentlich? Ja, ich muss am Wochenende mal die ganzen Quests einmal durchhören. Dungeon. Nee, ist eine Dungeon-Quest. Ich weiß aber, dass wir noch ein paar mehr Quests bekommen. Deswegen werde ich das momentan noch nicht in Angriff nehmen. Problem im Nadelholz könnten wir zum Beispiel weitermachen, dass wir das da auch fertig bekommen. Ich würde so ganz gerne so viel wie möglich fertig kriegen. Wildquest mache ich halt nicht, weil es gibt zwar eine Waffe, eine 350er. Wir haben aber 306er gibt es hier in dem Fall, weil wir noch nicht Level 70 sind. Aber ich würde die jetzt nicht mitmachen. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie das so ist, wenn wir mit einem Char schon mythisch Bus gelaufen sind. Ob wir dann... Achso, wir bekommen wieder Vorräte, dann brauche ich das nicht vorlesen. Prinz des Erwachens. Ah, Drachenreiter. Willkommen zurück. Hier ist etwas Staub. Okay, hier. Schmeiß ich dir ins Gesicht. Ja, es ist Staub. Keine Ahnung, was es macht, aber nimm es ruhig mit. Bis dahin. Ja, das hat natürlich schon einen Vorteil, wenn wir einen Charakter haben, wo wir dann nochmal ein paar Bonussachen haben. Aber ich würde ganz gerne in Zukunft das halt alles mit dem Todesritter machen. Also so viel wie möglich gerne auch Content dazu bringen. Ich würde auch ganz gerne die Instanzen, die wir machen. Also wir werden ja alle Instanzen noch einmal einen Durchlauf starten. Werden wir dann einmal auf normal machen. Dann werden wir das wahrscheinlich auf mythisch einmal machen, um zu sehen, ob es da irgendeinen Unterschied gibt. Ich denke, ich werde die alle einfach mal aufnehmen. Auch die normalen und die HC. Aber HC ist kein Unterschied. Ich habe eine Belohnung wählen.
Irgendeine müsste ich doch schon haben, die mir bekannt ist, ne? Welche nehmen wir denn mal? Ich würde die hier nehmen. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Nice. So, dann ist das auch erledigt. Das machen wir später. Da sind nochmal Dailies. Genau, wir müssen noch mal uns mit Raja treffen. Wir haben hier auch noch die Kampagne. Oder machen wir erst die Kampagne fertig. Ich glaube, wir machen erst die Kampagne fertig, würde ich sagen. Ich glaube, das werden wir auch in Zukunft so machen, dass wir erst die Kampagnenquests machen und dann die ganze Nebenmission hinterherjagen. Weil ich doch ziemlich viel durcheinander spiele. Und das ist übrigens fürs Azurblaue Gebirge. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Charakter gibt, jemand sagen kann, ey, Dude, pass mal auf, ich kenne die Kampagne schon, lass mich das überspringen, lass das alles weg, ich möchte halt nur die anderen Sachen machen. Level 70. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, dass wenn du es einmal gemacht hast, dass den Rest direkt für die anderen Charaktere mitzählt. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nämlich nicht. Das müssten wir dann einmal gucken. Was ist denn hier? Wir müssen näher ran, Freunde, wir müssen näher ran. Versuchen das Ganze einmal. Sind sie überall zerfallen gelassen worden? Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste das alles einsammeln. Was die Tour machen wir auch als letztes, die Flugtour. Ihr bekommt übrigens auch mit der Zeit, werdet ihr die also auch als Weltquest freischalten. Und könnt dann nochmal Ruf bekommen. Weil wie gesagt, ich möchte das ganz gerne mit einem Charakter machen. Nicht mit fünf verschiedenen. Das ist nicht Mook. Nehmt ihn die Gegenstände ab. Du kannst direkt mal hier rüberkommen, ja? Du brauchst da gar nicht hinten stehen bleiben, auch du kriegst auf die Schnauze. So, ich kann aber auch heute nicht allzu lange aufnehmen. Weil, ich muss nämlich noch eine Classic-Folge aufnehmen. Und dann müsste ich gucken, ob wir das andere Projekt auch dann schon mal raushauen. Ich habe mich nur eins vorbereitet, dass ich das da auch auf weiter aufnehme. Und so beginnt der Sturm. Was können wir tun? Geht es euch gut? Ja, uns geht es immer gut. Das sind meine Totems. Ja, genau. Wir müssen die Nokut so lange wie möglich aufhalten, um der Kanamatra Zeit zu verschaffen. Kommt da noch was? Lasst euch vom Wind biegen. Oh, wir bekommen Schuhe, Hände. Das ist sehr schön. Wir verlassen uns auf euch. Meine Khan, als Mystiker habe ich versagt. Ich kann mit Onara keine Zwiesprache halten und die Kanamatra benötigt ihre Hilfe. Auch wir können das Lied der Windmutter nicht hören. Der Sturm hat einen Schatten über sie geworfen. Euch trifft keine Schuld, Boku. Dann lasst die Kampagnenquest weitermachen. So, Dudes, ich räume hier mal auf hier. Ja, es ist Freitag. Am Freitag wird geputzt. Also putzt wir euch mal in den Grund und Boden hier. Ich mag die Fähigkeit der Necrolord. Mit dieser Patsche Hand. Dass man links und rechts eine Schelle ins Gesicht. Wieso haust du denn jetzt ab, Alter? Was soll denn der Scheiß? Hat keinen Bock. Hat einfach keinen Bock. Oh, ich wollte gerade sagen, Teppich aus Riesenwild. Kaufswolle. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo kommt jetzt der Wollstoff her? Ja, das passiert auch manchmal, dass der Wollstoff da droppt. So, nehmen wir den mal mit. Ach, das dauert mir alles zu lange gerade.
Jetzt kann ich dich nicht rüberziehen, oder? Doch, kann ich. Meine wird nochmal Hand des Todes 2 davon, ne? Dass wir zweimal nutzen konnten, oder vertue ich mich da gerade einfach? Hier gibt's Patschefötchen. Gut, dein Ernst, du bleibst da echt stehen, während ich deine Mitspieler verprügel? Okay. Nett. Ich hab nichts gesehen, ich gehe da mal wieder. Hier werfen, soll ich dann Hintern hier rüber? Ganz schlimm, wenn man die Tab-Taste drückt und dann das falsche Ziel analysiert. Ja, sogar das Totem für uns, sehr schön. So, war es das dann? Nein, wir haben noch einen Typen sollen wir noch befreien und irgendeinen Befehl. Soll die noch kommen? Oh, ich habe auch einen Begleiter, dude. So, jetzt haben wir den Altern befreit. Ach, das ist ein Vogel. Nice. Würde ich mir schon fast sagen, wir hören noch an der Stelle auf. Dann kann ich gleich noch das Thumbnail machen, weil, wie gesagt, ich muss noch eine Classic-Folge aufnehmen. Ich bin dieser Aufgabe nicht würdig. Sollte sie nicht euch zufallen? Ich muss Clan Unir zusammenrufen. Ihr, Boku, müsst Onara finden. Hä? Ja, warte, bin sofort kommen da. Wir dann? Totale Totems. Alles wird gut. Lasst euch vom Wind biegen, nicht brechen. Wisset stets, wohin der Wind weht. Geht nun. Alles wird gut. Wir verlassen uns auf euch. Wenn ihr gestattet, meine Khan, ich werde Onara finden. Ich vertraue auf euch, Goku. Das tun wir alle. Soll ja auch die Drecksarbeit machen. Lebt wohl. Genau, lebt wohl. So, dann bis zur nächsten Folge und lebt wohl. Ciao.